Gehabt euch wohl, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen in Falkenstein. Wie angekündigt, heute geht's hier weiter bei unserem ersten Häuschen, was wir rundherum bauen. So, und da müssen wir jetzt auch hier wieder die ganzen Pillars setzen. Ich mache zuerst mal einen. So. 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 Und so. Und dann hier wieder. Einmal quer rüber, ne? Das ganze Spiel kennen wir schon. Ups. Ja, Leute. Wenn ihr das hier seht, sitze ich gerade im Flieger. Ich nehme ja, also bei mir, wo ich jetzt aufnehme, ist, was ist heute für ein Tag? Verdammt, Mittwoch. Genau, Mittwoch. Und ich habe jetzt gerade zwischen dem folgenden Anruf bekommen von der Flugschule bezüglich dem Rundflug, von dem ich euch erzählt habe. Und er wird am Samstag, also heute, wenn ihr das seht, am Vormittag sein. Und ich habe echt schon Panik. Jetzt, wo ein Termin feststeht. Das ist für mich nicht so easy. So, machen hier mal ein paar Bretter wieder. Dann können wir gleich hier den Boden reinzimmern, nämlich. So. Und so. Also ich werde dann natürlich auf Instagram und so Fotos posten. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, wie sich ein Maritolein in die Hosen macht, dann schaut bei mir auf Instagram vorbei. Und sonst auch, natürlich. Ja, Leute, 15. Oktober und somit das Ende meiner Streampause rückt immer näher. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die vielleicht nicht jeder von euch gerne hört. Wir haben ja schon mal vor einigen Monaten eine Abstimmung im Discord gehabt. Sollen wir weiterhin auf YouTube streamen oder auf Twitch wechseln? Ich werde jetzt erstmal mit den Streams auf Twitch wechseln. Und das hat auch ganz einfach den Grund, dass für mich ja immer schwieriger wird, hier die Zeit zu investieren und in Spiele zu investieren, die Server zu zahlen und so weiter und so fort. Und auf Twitch hat man einfach mehr Möglichkeiten, Entschuldigung, wie ich auch ein bisschen Profit aus dem Ganzen hier rausschlagen kann. Und wie ihr mich auch zum Teil kostenlos oder kostengünstig, sollte das jemand machen wollen, unterstützen könnt. Ist zum Beispiel so, wenn ihr ein Amazon Prime Mitglied seid, dann könnt ihr da ein kostenloses Abo dalassen. Also ein Abo, wo ich quasi was dafür bekomme und euch kostet das nichts, ne? Das könnt ihr einmalig pro Monat auf einem Kanal machen. Und da würde ich euch dann natürlich auch bitten, solltet ihr das frei haben, lasst es gern mal da. Ja. Ich überlege gerade, geht da noch eine Stufe, so eine verkehrte Stufe hin? So. Ja, es geht sich noch aus. Super. Gut, wir haben gesagt Beton, ne? Wobei Beton haben wir schon relativ viel jetzt. Wir haben schon jetzt relativ eigentlich alles aus Beton gemacht. Ja, wir sollten halt unserem Stil der Stadt zumindest gerade noch hier in diesen Bezirken auch treu bleiben. Ja.
1, 2, 3, 4. Wir müssen dann wieder mal schauen, dass wir Kies kriegen. 1, 2, 3. Ups. Haben wir irgendwas, was wir da lassen können? Zum Beispiel. Wo waren wir jetzt? Glatter Stein? Dann kriegen wir hier noch einen vierten. Jawohl. Glatter Stein Stufen haben wir auch noch. Brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Lassen wir auch da. Dann müssen wir eben mal kurz rüberlaufen. Denn wir brauchen Farbe. Weiße Farbe. Lalala und schalala. Wir brauchen weiße Farbe. Tratata, taratata. Boah, ja, und die Straßenlaternen muss ich mich echt jetzt mal drum kümmern, ne? Das schiebe ich schon zu lange vor mir her. So. So, so, so. La, 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 la. So, so, so. Schalalalalala. Die After Eight Konditorei. Brennen wir mal. So. Wie ging das jetzt nochmal? Habe ich jetzt zu wenig Sand mitgenommen, Marito? Dachte, ich hätte 4 Stacks Sand eingepackt da jetzt, ne? Verpeilt, verpeilter Marito. Jetzt sind es 4. Passt. Und die liebe Tine hat das Spiel betreten. Disnerd. So. Aber jetzt erstmal. Sand, 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 Sand. Das. Und Kies, 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 Kies. Gibt weißen Trockenbeton. Und den müssen wir uns jetzt hier schnell irgendwo auslegen. So. Oder machen wir uns wieder einen Turm? Haha. Damit ich wieder runterfalle, ne? So. Damit ich wieder in den Tod stürzen muss und das an den Tag, wo ich in den Lüften bin. Nee, sicher nicht. Heute bleiben wir am Boden. Ups. So, 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 so. Okay. Puh. So. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich beschlossen, das Stream-Comeback auf Twitch zu machen. Ich habe früher schon mal, bevor ich mit YouTube angefangen habe, ich glaube vor 4 oder 5 Jahren müsste es mittlerweile her sein, auf Twitch gestreamt, dazumals nur rein WoW und habe damals auch schon den Affiliate-Status erreicht, was mir einfach ein paar mehr Möglichkeiten jetzt da gibt, eben, dass ich Abonnenten, also auf Twitch sagt man ja Subs, bekomme und so weiter und so fort. So. Ein Plus. Bekommen kann, also Subs bekommen kann, und das macht es mir einfach um vieles, vieles leichter. Und ja, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, macht es auch für euch das Ganze ein bisschen leichter. Ich werde die Streams allerdings dann mit aufnehmen, sprich, die Streams kommen, werden dann 1:1 quasi von Twitch auf YouTube auf meinen Kanal hochgeladen. Werde ich dann irgendwie so einen Ordner Twitch-Streams oder so machen? Keine Ahnung, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Aber ja. Ich habe mich da eben ein bisschen jetzt an Slowmo und Tamesis orientiert, die ja beide auch auf Twitch gewechselt sind. Und ja, bei mir hattet ihr damals ein Problem bei der Abstimmung, dass wir auf Twitch gehen. Sie haben euch nicht gefragt und einfach gemacht. Und das war scheinbar für euch auch okay. Also werden wir das auch jetzt einfach machen. Zumindest mal eine Zeit lang, um es zu testen, ob es da besser läuft.
Ich glaube, dass wir auch dadurch die Möglichkeit haben, neue Leute irgendwie hier auf den Kanal zu bringen. Weil man einfach trotzdem auf Twitch viel mehr, ja, man kann schwieriger Publikum, neues Publikum finden, aber die Zielgruppe ist halt größer, weil dort eben nur Leute sind, die Streams schauen, ne? Oder hauptsächlich. Man kann ja auch dann auf Twitch die Stream-Mitschnitte, ich glaube, waren es 14 Tage oder so, sich noch anschauen. Aber ja, das ist erstmal so geplant. Das ist erstmal geplant, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Und ich bin immer noch total nervös wegen dem Fliegen gehen eh. So. Okay. Haben wir hier zufällig irgendwo einen Eimer? Ich dachte, hier wäre sicher irgendwo ein Eimer, ne? Aber so kann man sich täuschen. Irgendwo war jetzt doch hier Eisen, ne? So. Holen wir uns schnell mal ein Schlückchen Wasser. Der Badegolem. Das ist quasi unser Bademeister. Entschuldigt das Husten. Es wird noch ein bisschen dauern und die liebe Eva ist auch da. Ja, und heute Abend, Leute, hole ich endlich meine neue Küche ab. Ich habe jetzt die letzten Tage, obwohl ich krank war, hier alles vorbereitet, die alte Küche abgebaut, ausgemalt in dem Eck, wo die Küche hinkommt. Das alles vorbereitet. Jetzt die nächsten Tage steht bei mir definitiv auch Küchenbau, Aufbau am Programm. Und dann freue ich mich wirklich schon drauf. Ich weiß nicht, wann ich dann damit beginnen werde. Ich habe euch ja gesagt, ich werde Kochvideos machen aus dem WoW-Kochbuch, das mir Victoria zum Jahrestag geschenkt hat. Und das ist nach wie vor so in Planung. So, mach da. Mach hinne. Aber wann ich damit anfangen werde, weiß ich jetzt noch nicht, ne? So, ich sammle erstmal die Materialien zusammen. Was die zwei Mädels da wohl schon wieder aushecken, ne? Man weiß es nicht. So. Okay. Ich bin ja schon gespannt, weil wir jetzt unsere Einladung bekommen von den Mädels. Mädels, von den Frauen. Ja. Dass wir sie mal besuchen, beziehungsweise auch im Markt wollen wir besuchen. So. So. Okay. Auf jeden Fall viel geplant. Ich werde, wie gesagt, das mit dem Streamen vorerst umstrukturieren auf die andere Plattform. Und erhoffe mir dadurch irgendwie ja auch finanziell vielleicht ein bisschen Unterstützung oder so zu bekommen, um die ganzen Server zu zahlen. Habe ja momentan, wie gesagt, den Minecraft-Server hier, also den Community-Server und. So, haben wir alles. Jawohl. Und eben den LBSW-Server. Und dadurch entstehen halt auch für mich immer monatliche Kosten, ne? Die ich, ja, zwar bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut stemmen kann, aber bei mir ist es halt wirklich so. Ich muss auch irgendwie schauen, wie ich alles finanziere und momentan eben selbst zu Hause relativ viel zu tun habe, zu machen habe.
sprich neue Küche. Jetzt dann muss ich meine Treppe verfließen lassen. Das Bad muss ich fertig bauen. Und da möchte ich mein Kapital lieber dahingehend einsetzen und schauen, dass ich eben das hier Ziel ist es, dass ich, wie gesagt, das hier von alleine zahlt. Also wie sagt man da, amortisieren? Ja, dass ich YouTube quasi amortisieren kann. So. Jetzt müssen wir hier natürlich mal den ganzen Beton ernten. Es wird also eine Betonernte-Folge. So. Der Effizienz geht es auch gleich viel schneller hier. Zappalotti Carotti. Tack, tack, tack. Zap, zaram. Sagte ich gerade, da hinten brennt's. Das wäre schlimm gewesen. Hätte gleich die Feuerwehr ausrücken müssen. So. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt wieder genug Beton vorerst. Oder sollten wir haben? Ich glaube, wir haben dann wieder genug Beton. So. Okay. Rundherum. Wir bauen hier den Beton ab. Okay, eigentlich wollte ich die Folge was anders machen, ja. Ich wollte eigentlich da oben weiterbauen. Da sind wir jetzt nicht sehr viel weiter gekommen. So. Okay. Pam 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 param pam 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 param pam param 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 param. Und ich habe hier bei mir mein Frühstücksteller noch am Tisch stehen, ja, mit einer Wurstsemmel drauf. Und die Katze sitzt die ganze Zeit neben mir und spickt auf das Brot, also auf die Semmel. So, alles aufsammeln hier. Wir haben nichts zu verschenken. Ihr wisst ja. Ne? So. Okay. Ich glaube, hier wird jetzt dann kein Gras mehr wachsen. Jetzt haben wir alles zubetten. Oh, es wächst doch Gras. Okay. So. Na, wären wir jetzt hier fertig auch mal? Die Felder aus Beton bekam Marie Tudans Klon. Hey. Ja, und das Stream-Comeback wird weder Minecraft noch Diablo noch WoW noch sonst was sein. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir als ersten Stream einen Community-Stream machen, wo wir gemeinsam wieder mal so Gartic Phone und so Sachen spielen, ne? Also wo wir quasi was gemeinsam machen. Das würde mich sehr freuen, wenn da auch viele von euch teilnehmen werden. Es wird dann auch noch als Event in Discord ausgeschrieben, wo ihr euch dann auch eintragen könnt dafür, dass ihr dabei seid. Und dann mal schauen, ja. Einfach ein bisschen quatschen, gemütlich Zeit verbringen, Spaß haben und gemeinsam was machen. Das wäre für den ersten Stream für mich da relativ. Ja, wäre so der Plan, ne? So. Jetzt können wir erstmal hier oben weiter machen mit unseren Säulen. Okay. Die brauchen wir jetzt 2, 3, 4 hoch, oder? Ja, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3 und 4. Und jetzt habe ich gerade da irgendwie noch so die Idee gehabt, wir könnten hier so bodenhohe Fenster reinmachen. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und dasselbe da drüben auch. Das muss doch sicher gut ausschauen. 2, 3, 4. Probieren wir das einfach mal, oder? Man muss hin und wieder mal was Neues probieren. Maritos Weisheit. So. Katze, verschwinde. Das ist mein Frühstück. Verschwinde. So. Das weg, das rein. Dann machen wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Autsch. Okay, Marito, okay. Warte mal, die haben wir auch noch zum kaputt machen. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder machen wir da Boden hin? Warte, machen wir so. Machen wir nicht Bodenhöhe. So. So. Okay. Hey. So. Damit ist ein Viererfenster, ja? Okay. So. Ich will halt einfach ein bisschen eine Abwechslung mal reinbringen auch, ja. Ich habe auch schon so eine grobe Vorstellung, wie wir zukünftig mal Gebäude anders bauen werden. Aber da wir uns das hier alles schon so schön abgesteckt haben, passt das hier jetzt nicht mehr ins Baukonzept, ins Stadtplanungskonzept rein, sondern das werden wir dann weiter drüben dann angehen, ja. Und Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, Kommentar und Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Euer Marito.